So, willkommen. Es ist Dienstag, der 22. September 2015. Hier spricht Berlin, Admiral Markets, Jan Schanowski. Ich grüße Sie zu unserem wöchentlich stattfindenden Webinar Markttechnik, Live-Trading und Ihre Fragen an den Daytrader Jochen Schmidt, eines der beliebtesten Webinare Deutschlands, wenn es um Forex und CFDs geht. Ich darf Ihnen die ersten ein, zwei Minuten immer pro forma Dinge erzählen, wie zum Beispiel auch Risikohinweis. Es geht bei uns immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebel multipliziert Gewinne, aber auch Verluste, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind. Deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, lesen Sie den kompletten Warnhinweis auf unserer Webseite gerne einmal durch. Und Execution only, bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen. Immer nur allgemeine Meinungen, allgemeiner Marktausblick, niemals eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen, wie Sie es hier auf dem Bildschirm auch lesen können. Ihr Moderator gleich in wenigen Augenblicken ist der Jochen Schmidt. So sieht er aus. Und wenn Sie später Fragen haben, per Telefon, per E-Mail, die üblichen Kanäle, wie Sie auf uns zukommen können. Wir freuen uns sehr. Nie zu vergessen natürlich die Webseite admiralmarkets.de. Da finden Sie dann auch immer alle Kontaktdaten nochmals und auch, wie Sie ja auf uns zukommen können. Telefonnummer etc. muss man sich nicht merken, darf man natürlich. Ist immer ganz oben auf der Webseite hinterlegt. Genauso wie ganz unten unser YouTube-Kanal. Diese Webinare zeichnen wir auf. Also, wenn Sie möchten, es normal anhören, in wenigen Stunden auf unserem YouTube-Kanal hier verlinkt zum Anhören. Oder auch auf Facebook mal vorbeischauen. Wir haben einen Facebook-Kanal. Schauen Sie gerne mal vorbei. Es lohnt sich immer. Das waren meine ersten ein, zwei Minuten. Damit sage ich auch herzlich willkommen, lieber Jochen. Meistens starten wir ja traditionell mit einem Blick auf den DAX. Vielleicht hast du ja Lust, heute mal die Tradition zu brechen und wir schauen uns mal Volkswagen an. Auch wenn man Volkswagen bei uns nicht als CFD traden kann, ist natürlich das heißeste Thema an der Börse in dieser Woche. Also du entscheidest vielleicht gleich zu Beginn oder im Laufe des Webinars. Alles ist einen Blick Ja. wert. Leg los. Grüß dich. Ja, danke Jens. Ich habe die letzten Worte nur wegen dieser Begrüßungsstimme von der einen Dame, die immer bei Webinar sich meldet, nicht gehört. Ich habe jetzt leider gar keinen Chart rausgesucht. Ach, sorry. Weil, hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader. Ich hatte den Jens noch vor dem Webinar angerufen und gefragt, ob er nicht mal einen Blick auf die Volkswagen-Aktie werfen wollen. Können wir nachher gerne auch nachholen. Ich muss ein entsprechendes Chartprogramm dann aufrufen. Jens, wenn es okay ist, würde ich kurz mit DAX beginnen und das dann einfach kurz zu Wir dir haben rübergeben doch und ich rufe dann. Hightech-Möglichkeiten. Du guckst auf meinen Okay. Bildschirm. Ich habe es einfach mal auf Godmode Ja, Trader, unseren tollen perfekt. Partner, aufgerufen. Und du Genau. sagst mir, was du haben willst. Es ist jetzt ein Wochenchart, um einfach mal die Entwicklung der Woche besser zu sehen. Aber ich kann natürlich auch auf Intraday switchen, was halt Godmode Trader die Ja. Wochenende hermacht. Mir wäre ein Ja, du Kerzenchart sagst natürlich mir am mal. liebsten, ist klar. Hat einen ganz bestimmten Grund auch. Und ja, ein bisschen noch mehr Historie. Wären wir auch ganz, ganz happy. Weil so sieht es recht harmlos aus, ne, wenn man es anguckt, so auf den ersten Blick. Aber wenn man es im gesamten Zusammenhang sieht, also es ist wirklich Wahnsinn, was sich da bewegt. Und an der Stelle sei kurz darauf hingewiesen, ich sage ja immer wieder, dass eine Nachricht oder ein politisches, wirtschaftliches oder wie auch immer geartetes Ereignis keinen Einfluss auf den Markt hat, habe ich nie gesagt. Ja, kann man hier sehen, also hier definitiv wohl dieses politische oder juristische Umfeld seinen Einfluss. Doch das alleine, wie schon gesagt, reicht nicht ganz, wenn man mit der Sache umgehen möchte. Allerdings eins ist auch klar, VW ist ja ein DAX-Wert und ist auch in einer gewissen Gewichtung im DAX drinne. Und wenn eine Aktie so abschmiert, ja, muss es nicht heißen, dass der DAX automatisch mit runtergeht. Aber es hat schon seine Auswirkungen. Gestern gar nichts passiert im DAX großartig, dafür aber heute. Und ich leite gerade mal rüber zu meinem Bildschirm, Jens. Ja, Moment, hier ist er. Jawohl. Der DAX, ich habe sehr, sehr schön traden können heute Vormittag. Also ich habe einen sehr, sehr guten Trading-Tag hinter mir, habe es auch geschafft, parallel im Demo das ungefähr so zu machen, wie ich es auch im Privaten gemacht habe. Ich habe es auf Facebook auch gepostet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bin also hier, kleinen Moment, ich gehe mal runter auf den 5-Minuten-Chart. Bin ich eingestiegen an der Stelle, Moment, hier an dieser Stelle, direkt vor der 100er Linie, ne, vor der 9900. Und deswegen, ich war nicht so happy über meinen Einstieg, sah aber die Möglichkeit, dass hier eine größere Bewegung reinkommen kann. Ich erkläre auch gleich, warum. Wir haben es am Sonntagabend im Marktanalyse-Webinar ja angesprochen. Einige Märkte sind auch so verlaufen. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht, das Marktanalyse-Webinar gewesen, wenn man zugehört hat und vielleicht versucht, da seine Chance zu finden. Ich bin hier rein mit zweien.
wegen direkter Widerstand und so, habe einen abverkauft bei plus 18 oder was, habe den anderen, der drin blieb, dann einfach laufen lassen. Schön mitgezogen hier, also eine andere Technik wie sonst, ja, ich habe hier den Trendhandel mehr oder weniger favorisiert. Und vor allem mir wurde bewusst, dass es durchaus noch mehr Potenzial bekommen könnte, als wir uns dem Vortagestief hier näherten. Sie wissen, ist immer eine Stelle, die ich sehr mag. Und hier begann ich dann auch aggressiv aufzustocken. Insgesamt mit vier Positionen. Ich habe also immer vier Positionen dazugekauft. Eine habe ich 0 auf 0 geschlossen, die hat mir nicht gefallen. Ja. Eine andere bei plus 18 oder irgendwie sowas. Und hier unten, da ging dann der erste Abverkauf los. Dann wiederum eine andere Handelsstrategie, wie jetzt der verbliebene Kontrakt. Habe also hier noch einmal 50 oder 60 Punkte rausholen können. Und habe dennoch den ursprünglichen laufen lassen. Hier hat ein guter Freund von mir angerufen, ich habe dann einen Take Profit in den Markt gelegt, ja, weil ich nicht mehr vom Rechner sitzen konnte. Als ich zurückkam, sah ich, wow, punktgenau erwischt, bevor die Korrektur kam. Und hier ging es aber immer noch weiter runter. Also ein sehr, sehr schöner Trade und den zeige ich Ihnen hier nicht nochmal, um zu sagen, schaut mal, ich sehe die Zukunft oder was für ein toller Trader ich da bin, sondern wenn solche Zeiten anstehen und man eben mit den kleinen Risiken arbeitet und im Markt aufstockt, das sogenannte Pyramidieren, ist eine Technik, wie man wirklich mit einem konstanten Risiko einen sehr, sehr schönen Betrag rausholen kann. Also ich habe hier, glaube ich, knapp 200 Punkte rausgeholt. Wenn man den Rest noch dazu zählt, ist das ein hervorragender Trading-Tag für mich, wo ich dann auch wirklich sagen muss, ja, wenn ich so eine Zielerreichung habe, die gutes Dreifache von dem ist es sonst, dann kann man auch mal gern Feierabend machen. Es sei denn, man hat ein Webinar zu bestreiten. Jens, ich gehe mal kurz zu dir an der Stelle. Ja, natürlich interessiert alle Teilnehmer des Webinars auch immer der VW-Effekt. Ein Teilnehmer fragt, wäre ein Long-Einstieg im DAX nicht ratsam, weil die Kursflüsse doch hauptsächlich der VW-Effekt ist? Was sagst du dazu? Ja, also ich sage mal so, wir haben es ja im Marktanalyse-Webinar festgestellt, wir haben einen Abwärtstrend hier drin, ja. So, hier oben haben wir auch schon einen. Wenn man es genau nimmt, ich sagte die ganze Zeit, Achtung, Achtung, wenn die Kurse unter diesen Bereich hier fallen, ungefähr bei der 9.900, 9.800, dann könnten wir mit weiteren Bewegungen nach unten rechnen. So, das ist passiert und zwar idealerweise auch noch, wie ich es fast angekündigt habe, dass ich gesagt habe, Vorsicht, Vorsicht, also generell, welche Richtung man jetzt benutzt. Es kann sein, die Kurse kommen nochmal hoch. Ist genau hier passiert. Und ja, der Rest sieht man. Also im Moment würde ich hier nicht long einsteigen. Das würde ich nicht machen. Man kann das natürlich versuchen, wenn man sagt, hey, wow, hier unten das Tief, das letzte Tief, ja, hier sollte dann das Stop liegen, wenn ich jetzt reinkaufe und der Markt vielleicht auch hochzieht. Ja, klar, da macht man einen tollen Trade. Allerdings ist halt die Frage, was ist Ihre Regel? Wenn jetzt die Regel rein darauf beruht, dass VW irgendwie sich erholen müsste oder sowas, da muss ich sagen, wäre das für mich eine sehr grenzwertige Regel. Ja. Ich sehe hier einen voll intakten Abwärtstrend auf allen Größen in der Zwischenzeit und da tue ich einen Teufel, long zu gehen. Ja, also definitiv nicht. Übrigens an der Stelle eine Frage ans geneigte Publikum, wenn man sich den Markt anschaut, würden Sie weiterhin short gehen? An der Stelle. Schreibt einfach in euer Chat-Tool einfach rein, ja, wie ihr den Markt seht. Mich würde es einfach mal interessieren. Okay, gut, jawohl, okay. Wow, hier kommen, jawohl, so ist brav. vielen Dank, wow, hier haut es ja die Antworten rein. Also ich, auf den ersten Blick sehe ich, dass die meisten sagen, nein, jetzt nicht mehr. Weit gelaufen, überdehnt, sehe ich ein paar Leute sagen auch long. Und natürlich ist ja immer die Frage, ne, wie ist das Risiko? Natürlich kann man long gehen, wenn man damit leben kann, dass der Markt halt vielleicht doch nochmal tiefere Tiefs macht. Also so wie es im Moment aussieht, hier auf dem Stundenchart, wir erkennen, ne, Abwärtstrend, schön in der Bewegung, untergeordnet läuft wohl gerade eine Korrektur. Und natürlich haben wir jetzt eine ausgedehnte Bewegung, so sehe ich das auch, ja. Deswegen, ich wäre jetzt vorsichtig, wenn vor allem ein Markt sich so ausgetobt hat. Ja, und es ist ja, schaut euch das mal an, hier war ja über, was weiß ich, über Stunden keinerlei nennenswerte Korrektur im Markt, also ganz kleine. Dann kam die größere, die da, super, aber hier kommen ständig Käufe rein. Also wenn ich hier handeln möchte, dann würde ich, wenn überhaupt, nur aus der Korrektur über die kleineren Zeiteinheiten, zum Beispiel an der Stelle würde ich. Ja, ich wage mal einen Short Trade. Und zwar, ich gehe von folgendem Punkt aus, dass wir nochmal Bewegungen runtersehen könnten, ja, weil viele zu spät kommen, die jetzt noch aufspringen. Ein kurzer Trade kann man hier gerne machen, ja, so, ja, das sieht nicht schlecht aus, allerdings sollte der Kurs ein bisschen mehr Power kriegen. Ich begrenze auch hier das Risiko schon radikal.
Also was ich jetzt sehen möchte an der Stelle ist, dass der untergeordnete Aufwärtstrend wirklich nach unten durchbrochen wird. Macht er das nicht und schwächelt jetzt noch länger rum, dann würde ich mich sofort zum Acker machen. Warum? Ganz klar, wir haben eine weit gelaufene Bewegung von oben. Einer der größten Fehler ist oftmals, wenn dann so Bewegungen gelaufen sind und man als Trader sich frustriert fühlt, weil man nicht dabei war, dass man dann beginnt, wenn der Markt schon anfängt, Spiränzchen zu machen, ja, dass man jetzt noch großartig short in den Markt einsteigt, obwohl die ersten Gegensignale schon da sind. Die können immer wieder nach unten geprügelt werden, gar keine Frage, aber es wird grenzwertig und oft genug zäh. Ja? Vor allem, wenn man dann sehr nahe mit einem Stop liegt, wie ich es sehr gerne mache. So, schauen wir mal, was aus dem Trade wird. Theoretisch könnte man auch hergehen und sagen, ich mache jetzt schon hier die Geschichte zu, frei nach dem Motto, entweder fällt er jetzt oder er macht halt einen nach oben und dann verliere ich aber schon nichts mehr. Ja? Also Sie merken, worauf ich hinaus will. Ich sehe es ähnlich wie die Mehrheit der Webinar-Teilnehmer. Wir haben einen Markt, der weit gelaufen ist, der kann dennoch weiter rutschen, das ist gar keine Frage, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es in die Seite geht, ja genau, dass es ständig Gegenbewegungen gibt und dann bist du halt der Mops, wenn du jetzt ständig versuchst einzusteigen. Ja, danke übrigens nochmal für die Meldungen. Super, wow, wie viel hier reinkommt innerhalb von ein paar Sekunden. Wahnsinn. Jens, ich gebe zu dir zurück für Fragen und dergleichen. Ja, kommen wir zu den Wunschmärkten. Für alle, die neu dabei sind, die Webinare machen wir für Sie. Also, wenn Sie einen Wunschmarkt haben, wenn Sie etwas genauer erläutert bekommen möchten, wenn Sie eine Frage haben an den Datewetter Jochen Schmidt, einfach jetzt mit Ihrer Tastatur live im Webinar Ihr Anliegen hineinschreiben. Und wenn es für alle ein Thema ist, lesen wir es laut vor und Sie kriegen live im Webinar die Antwort. Wenn Sie natürlich YouTube-Video anschauen, geht es nicht, nur wenn Sie live dabei sind, aber dann vielleicht mal, wenn die Zeit es Ihnen erlaubt, irgendein Dienstag 15 Uhr mitmachen, Live-Fragen stellen, prima, tolle Sache. Erster Wunschmarkt ganz heiß ist Gold. Auch dort heute geht es runter. Gold bitte. Ja, genau. Auch hier, wie in der Analyse am Sonntagabend bemerkt, man darf sich nie wundern. Ja. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich sagte, also dieser Aufwärtstrend hätte man handeln können intraday, schnell, ja, Daytrader oder so, ganz klar. Aber der große Abwärtstrend, den analysiere ich jetzt nicht extra her, ist immer noch voll da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Untergeordnet haben wir einen Abwärtstrend drin, also wer dann long geht, vor allem hier oben, ja, also ganz ehrlich, der sollte noch ein bisschen sich auf den Hosenboden setzen oder in mein Seminar in Lohr am Main kommen, weil das sind so die klassischen Fehler, die ich in letzter Zeit immer wieder habe. Die Leute sagen, ja, der Seminarplan, das ist ja alles schon bekannt und du machst das ja auch in den Seminaren. Wenn man dann genauer nachfragt, merkt man allerdings, einiges wird halt doch nicht verstanden, weil die Verzahnung fehlt vom ganzen Zeug. So, was hier passiert, ja, ist nichts anderes wie die mögliche Fortsetzung des Abwärtstrendes. Dass der Kurs runterkommt, wie ich es am Sonntagabend sagte, darf jetzt wirklich nicht ein völlig, wie sage ich immer so schön, aus den Socken hauen. Okay, was sehen wir in Gold? Schauen wir einmal an. Wir haben Abwärtstrend hier in der Ausdehnung, geht hier runter in diesen Bereich hinein. Also nochmal, dass der so fällt, ja, wirklich, sollte einem nicht überraschen, wer hier oben long gegangen ist und jetzt mit kurzen Stops oder so gearbeitet hat, der versteht das Geschäft nicht, der hat einiges übersehen und auch generell, für einen längerfristigen Einstieg gab es sowieso kein Signal, wie ich es am Sonntagabend sagte. So, was wir hier sehen, ganz klar, Abwärtstrend in der weiten Bewegung. Was kann ich jetzt machen? Soll ich short gehen in dem Abwärtstrend? Dann würde ich die Korrektur handeln. Wenn ich long gehe in dem Abwärtstrend, würde ich hier die Korrektur handeln. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von Korrekturen. Möchte ich short gehen, habe ich vielleicht hier die ganze Zeit das Hin und Her. Ja. Deswegen, ja, lass uns den Markt mal beobachten. Was ein Ansatz wäre, wenn nachher der Dow öffnet. Ich denke, es gibt schon einen Impuls heute, wie der sich verhalten wird. Kann man schauen, wie der Goldmarkt da reagiert. Also im Moment nochmal für das Webinar jetzt hier zur aktuellen Stunde, Minute, würde ich von dem Short Trade Abstand nehmen. Nochmal, das Einzige, was man machen könnte, ganz rotzig, ich mache das jetzt einfach mal, Vorsicht, dass man sagt, okay, komm, weit gelaufener Trend, ja, Korrektur ist überfällig, Korrektur könnte hochziehen. Okay, kann man versuchen, das versuche ich jetzt gerade, allerdings, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir eine gewisse Problematik erkennen werden, wenn man so handelt. Ja. Ich lasse den Stop extra mal hier liegen. Schauen wir mal, was aus dem Trade wird. Also perfekt wäre es, wenn er bisher hochläuft. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und nochmal, wer jetzt mitgegangen ist, ist selber schuld. Bitte nicht nachtraden, ist nie der Hintergrund dieses Webinars. Ich rechne hier mit etwas anderem. Ja. Wollen wir mal sehen, ob es so kommt. In Ordnung. Jens, ich gebe zurück zu dir. Ja, Dow wird auch schon ganz nachgefragt. Da werden wir dann so gegen 15:28 vor der Dow-Öffnung draufschauen. Bis dahin kommen wir zu anderen Werten. Euro, US-Dollar bitte. Jawohl. Ja, auch hier im Marktanalyse-Webinar extra darauf hingewiesen, dass wir zwar eine Aufwärtstrendlage hatten, also
beim Webinar am Sonntagabend war der Markt hier. Ich gehe etwas näher ran. Ich glaube, Sie sehen das schlecht. So, genau. Hier. So sah der Markt aus. Genau so. Also das, was hier drin ist, hat man nicht gesehen. Und ich sage die ganze Zeit, okay, wenn man Trendfolger ist, müsste man eigentlich long gehen. Aber ich meinte auch, ich traue der ganzen Geschichte nicht so richtig, weil hier Potenzial drin liegt, wenn der Markt nach unten den Weg findet. Und zum Beispiel, ich hatte gestern einen extrem frustigen Tag hier an der Stelle. Ich war short, stellt euch vor, ich war short, habe aber nebenbei habe ich meine Einkommensteuererklärung gemacht. Und wenn ich die Einkommensteuererklärung mache, komme ich immer schlecht drauf, prinzipiell. Und als der Markt dann ewig und 3 Tage nicht anziehen wollte, habe ich die Sache beendet, ja, und ein paar Stunden später reingeguckt, dann war hier der ganze Lauf runter. Also von dem her gesehen, ja, nicht nur immer Gewinne, nicht nur immer hier frohlocken und monströse Bewegungen, nein, mir ist gestern die ganze Geschichte entgangen. Und gut, deswegen muss man sich jetzt nicht aus dem Kellerfenster schmeißen, aber ich habe mich schon ein bisschen geärgert. Auf der anderen Seite habe ich aber meiner Regel den Vorrang gegeben, dass wenn ich emotional berührt bin, ich möglichst nicht trade. Und ich glaube, der ein oder andere von Ihnen kann das nachvollziehen. Bei der Einkommensteuererklärung, da kann man gerne emotional werden. Okay, alles klar. Euro, US-Dollar, wie sieht es denn aus? Was wir im Moment halt hier haben, ist der Punkt. So, wir hatten hier diesen kleinen Abwärtstrend drin, kleinerer Aufwärtstrend hoch. So, der kleinere ist definitiv gebrochen. So, das ganze Gebilde, wie wir es gerade im Moment sehen, bietet allerdings immer noch eine gewisse Chance für einen ansteigenden Markt. So, nach oben. Ob das so passiert, entscheidet sich gerade hier. Ja, der Markt pendelt. Das ist nicht astrein, was hier abgeht. Mich wundert die Stelle auch nicht, von dem her gesehen. Ja, wir haben aber untergeordnet immer noch einen Abwärtstrend, der gerade in die Korrektur geht. So gesehen ist es für das kurzfristige Trading gar nicht mal so uninteressant. Ja. Aber schaut euch mal den Verlauf an, ja, wenn man hier etwas näher rangeht. Eieieiei. Also hier kannst du alles richtig machen und ständig Verluste einfahren. Ja. Das ist wirklich der Punkt. Theoretisch, wenn ich einen Short im Markt favorisieren wollte oder würde, müsste ich jetzt eigentlich in den Markt reingehen. Allerdings stört es mich, dass ich eine gegensätzliche Trendlage in diesem Moment habe. Und die Sache ist nicht so sauber ausgestaltet, als dass ich hier wirklich sagen könnte, hurra, hurra, ich gehe jetzt Short mit voller Überzeugung und ziehe dann auch den Trade durch. Können wir das ein bisschen auf die Bank noch schieben, bis der Dollar öffnet? Vielleicht macht der Euro erst oder dann auch die eine oder andere Bewegung, die mich etwas, ja, souveräner erscheinen lässt. Ja. Ich gehe zu dir zurück, Jens. Der nächste Wunschmarkt wäre australischer Dollar, US-Dollar, AUD, USD. Alles klar. Auch hier besprochen im Marktanalyse-Webinar. Ich meinte noch, wenn Short, dann jetzt. Ja. Wir haben einen Abwärtstrend von Intakt, der ist auch nicht mehr der jüngste, aber hier könnte nochmal Bewegung runterkommen. Also ein perfektes Ding. Ich habe das sogar angekündigt, mehr oder weniger, das Vortagestiefunterschreitung oder so, dass das durchaus eine Option wäre, mit nach unten zu gehen. Läuft auch schön, so wie es im Moment aussieht. So, was sehen wir auf dem Stundenchart? Ja, ich denke mal, man kann es erkennen, Abwärtstrend hier, ne? Auch wieder weitende Bewegungen. Also heute Vormittag hat sich viel entladen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sodass das Trading jetzt im Moment trendfolgend, ja, weniger ratsam ist. Eher ähnlich wie in Gold, ja, was ich da versuche, die Korrektur da mitzunehmen, wobei ich Korrekturhandel jetzt nicht so der Fan bin, ja. Allerdings möchte ich nicht in jedem Webinar immer sagen, ich will nicht, ich will nicht, sondern aber was hier wirklich auffällt, sehen Sie das, schöne Bewegung runter, hat auch ein paar Stunden gedauert und der Markt läuft exakt in den Level rein, wo die ersten beginnen, ihre Gewinne zu nehmen und zu kaufen, die Short sind und wo vielleicht neue Käufer nochmal reinkommen, die sagen, ja, könnte ja auch sein, dass sich hier die Geschichte nach oben zieht. Und jetzt habt ihr halt genau hier das Hin und Her. Wer jetzt hier natürlich Short gegangen ist, in den letzten Zügen oder in den vorletzten, der hat ein Problem, weil eventuell ein Trendwechsel in den Markt kommen kann. Ja. Dennoch, wenn man jetzt rein dem Trend folgt, könnte man auch hier sagen, ich eröffne eine Short-Position in den Markt. Und mal sehen, was dabei herauskommt. Also frei nach dem Motto, der sollte nochmal ziehen, entweder in diesem Bereich oder in diesem Bereich. Wenn er das kurzfristig macht, gut, können wir vielleicht schnell sichern. Und wenn er jetzt radikal nach oben geht, ist das Risiko nicht so groß und ich habe auch eine kleinere Positionsgröße gewählt. So, schauen wir mal, was aus dem Trade wird. Ich check mal kurz unsere Goldposition. Moment, wo sind wir denn? Ja, entwickelt sich besser, wie ich dachte. Ja. So. Weil ich gehe mal davon aus, wenn wir hier das Hoch überschreiten sollten, könnten, dürften,
dass wir schon noch ein bisschen Potenzial hätten, vielleicht in den Zielbereich, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das wäre dann gar kein mal so schlechter Trade. Und natürlich immer dann, wenn ich sage, Vorsicht, Vorsicht und so, dann läuft der Markt wunderbar und ich bekomme überhaupt nicht den Effekt, den ich Ihnen eigentlich zeigen hätte wollen. Als kurzfristiger Trader kann man durchaus jetzt hergehen und sagen, alles klar, ich sichere hier relativ schnell auf Einstand und nehme einen Teil der Position raus, damit ich zumindest, Verzeihung, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, Moment, hier, damit ich zumindest einen kleinen Gewinn nach Hause holen kann. So, und der Rest, ich gehe mal fest davon aus, dass wenn wir überhaupt einen Anstieg in die Richtung sehen, dass er sehr schwankend wird, ja. Deswegen sichere ich jetzt relativ schnell. Hat jetzt mit dem sauberen Trendaufbau überhaupt nichts zu tun, ist ein reiner Erfahrungswert. Und da kann man immer wieder hin und her streiten. Aber das ist das Problem ja generell bei den Korrekturen, ja. Sie haben kurz schöne Anstiege und wenn Sie dann echt Pech haben, kommt das Ding komplett nochmal runter. Ja. Dann gehst du short, aber du bist schon zu spät und dann zieht er wieder hoch. Und das sind die Stellen, wo man gerne Geld verliert. Ne? Okay, deswegen schnelles Sichern, radikales Sichern, muss man mental eben dann auch bereit zu sein und sich ja nicht verbeißen in die Position. Ich denke, wir fliegen hier gleich raus. In Ordnung. Ja, Jens, jetzt habe ich eigenmächtig den Markt gewechselt. Sag du, wo es als nächstes hingeht. Öl bitte, WTI. Ja, aber WTI haben wir keine Historie. Ja, da handle ich nicht. Sonst geh dann zu Brent, wenn du möchtest. Okay, alles klar. Bei Brent. Jo, wie sieht's aus? Au, ah, gar nicht mal so schlecht, ne? Also Aufwärtstrend ist vorbei, ja. Ist gebrochen worden. Ja, wir sind in Gold raus, genau. So, Korrektur, hier kommt die neue Trendbewegung runter. Ach, wie sie das macht, ist nicht sonderlich der Reißer, wenn Sie mich jetzt fragen, ja. Es ist aber ein Wochenchart. Und wir stehen im Moment direkt an dem Wochentief, mehr oder weniger. Oder in der Nähe eines Wochentiefs. Schauen wir mal. Auf dem Tageschart. Oha. Sehen wir einen Chartverlauf, oh ja, der kann dich schwer, schwer belasten, ja, wenn du nicht weißt, was du machst. Ja. Die technischen Analysten sehen vielleicht so eine Art fallendes Dreieck, ja, kann eine Fortsetzungsformation sein, kann aber auch im weit gelaufenen Trend eine Wendeformation darstellen. Aber wir machen das markttechnisch und gucken einfach nach dem Trend. Und der ist intakt. Abwärtstrend ist hier absolut intakt. Schauen wir mal, ob ich ein Signal finde. Oh, nee. Ich sag mal, nee. Nee, ich sehe ja keins. Also wenn ich einen Einstieg jetzt machen würde, also Short, ja, würde ich fast fest damit rechnen, dass eine Korrektur erstmal kommt. Und die will ich nicht haben. Rennt mir der Markt weg, kann ich es nicht halten. Aber ich würde ja gern sehen, dass der eine Korrektur hinlegt und dass ich dann versuche, mit nochmal hier an das Wochentief ranzugehen und eventuell auch an das Vortagestief. Moment, was ja auch ganz in der Nähe liegt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Hier unten haben wir ja, ich zeichne das mal kurz ein. Wir haben im letzten Webinar ja einen ganz netten Öltrade dahin bekommen. Und da lief dann auch recht gut. Ich möchte es etwas fetter haben. Moment. Ich habe es gleich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, Wochentief ist die Dicke. Jawohl. Vortagestief. Hier. Gar nicht mal so schlecht. Ja. Die machen wir wieder dünn. Gut. Also Sie sehen, wir haben eine Bewegungszone. Hier könnte durchaus Power reinkommen, wenn der Markt es schafft, runterzuziehen. Jawohl, hier kommt eine kleine Korrektur rein. So wie ich es eigentlich gern sehe. Und weil ich im Webinar immer hin und her springe, nachher im Dow eben dann unterwegs sein werde, lege ich hier einen Sell-Stop hin. Ist nicht die optimale Geschichte, ja, so vom Einstieg her. Aber ich möchte in dem Moment einfach vermeiden, wenn der Markt vielleicht doch stärker hochzieht, dass ich mich hier verkämpfe. Und wenn das Ding runterkommt, müsste es eigentlich genügend Kraft finden, um vielleicht wirklich die Tiefs anzuhandeln. Versuchen wir es mal so, in den Markt reinzukommen. Jens, ich gehe mal kurz zum Dow rüber, diesmal etwas früher. Sehr gerne. Okay. Ja, also im Dow ebenfalls, wie im Marktanalyse-Webinar, darauf hingewiesen, ne? Bruch dieser fetten Trendlinie, die Sie jetzt hier sehen, ob die jetzt punktgenau liegt oder so, ist mir völlig egal. Ja? Auch hier ein Aufwärtstrend. Ganz klar. So, und jetzt kam dieser Abverkauf runter. Ich meinte noch am Sonntag, ich bin mir echt nicht sicher, was ich empfehlen soll. Wir haben zwar untergeordneten Aufwärtstrend, übergeordnet, ja, haben einen Abwärtstrend. Ah, auf der Trendgröße schon. Wenn die Kurse herunterkämen, sagte ich, gibt es eine ganze Batterie von Vortagestiefs. Die könnte abrasiert werden. Danach untergeordnet haben wir nämlich einen Abwärtstrend, hier, den da. Der ist in seiner Bewegung. Und relativ noch nahe an seinem letzten Punkt 2.
Von dem her gesehen wäre ich hier durchaus geneigt, aktiver oder aggressiver Short-Positionen aufzubauen. Die Frage ist, mache ich das jetzt? Ich habe halt im Moment noch die 4-Punkte-Spreads, aber ich mache das jetzt. Ich klopfe jetzt hier mal eine Order in den Markt. Ich könnte mir vorstellen, dass zur Eröffnung eventuell hier ein Rutsch nach unten kommt. Ja, das wäre das Idealszenario. Wenn wir Pech haben, macht der hier Spirenzchen, kommt schnell hoch und macht das vielleicht dann erst später. Aber ich riskiere das jetzt einfach und ja, denk mal, wir können ganz entspannt zuschauen, wie der Markt sich verhalten wird. Nochmal, es ist nicht zum Nachtraden gedacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Privat hätte ich, ja, wobei ich hätte auch privat hätte ich den Trade wahrscheinlich jetzt auch gemacht. Sieht nämlich gar nicht mal so schlecht aus hier. Sie erkennen ja diese Seitenphasengeschichten. Zur Eröffnung können die hin und her gehen, aber es ist dann natürlich der perfekte Ort oder die perfekte Stelle, nach unten durch zu marschieren. Der Stop, den ich hier habe, jo, der ist grenzwertig. Er wird vielleicht fast ein bisschen weiter sein, aber habe ich jetzt wenig Lust darauf, eher steige ich nochmal ein, wenn wir rausfliegen. Schauen wir mal, was die Eröffnung bringt. Jens, ich gebe zu dir, wenn Fragen da sind. Ja, ich denke mal, wir bleiben bis zur Eröffnung 15:30 auf dem Dow stehen, aber einige allgemeine Fragen können wir auch beantworten. Ein Teilnehmer fragt allgemein, was halten Sie von Social Trading? Auf Plattformen können in Echtzeit populäre Trader kopiert werden. Taugt das was? Was ist deine Meinung dazu? Wenn Sie selber traden möchten, dann wird es Ihnen auf Dauer wahrscheinlich wenig bringen. Wobei ich es jetzt so nicht beurteilen kann. Ja? Ich sehe ja gerade, hier kommt noch ein Tipp rein, wie ich eine Order legen sollte für den Dow. Derjenige hat recht. Hi Dennis, Gruß nach Berlin. Ja, also Social Trading, klar. Ich habe erst kürzlich einen sehr netten Trader aus der Schweiz kennengelernt. Der war in Stuttgart zu Besuch und der hatte halt die Erfahrung gemacht, er hatte vier Trader, denen er gefollowed ist. Und weil er wollte ein bisschen diversifikativ handeln und alle vier haben halt dann auch hintereinander verloren. Und somit war ein Verlust da, den er dann gar nicht so toll fand. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Sie ins Geschäft tiefer einsteigen wollen, also nicht so wie ich jetzt hier den Einstieg im Dow, dann werden Sie irgendwann auf, sag ich mal, andere Leute nicht mehr hören wollen. Sie gucken sich an, wie andere Trader traden und versuchen daraus das für Sie Wichtige zu filtern, damit Sie es in Anwendung bringen können. Aber ich sage mal so, Social Trading an sich ist gar keine schlechte Sache, wenn sich jemand in der Tiefe der ganzen Materie nicht bewegen möchte. Aber jemand, der selber nachhaltig traden will, egal ob hauptberuflich oder nebenberuflich, der sollte wirklich danach gucken, dass er selber Entscheidungen trifft. So, wir sind rausgeflogen im Dow. Ja, war ein bisschen voreilig, ich gebe es ja zu. Und schauen wir einfach mal, wie es jetzt zur Eröffnung hier vonstatten gehen wird. Nochmal, idealerweise rutscht das Ding runter. Ich habe nochmal eine Position eröffnet, das zum Thema Wiedereinstieg in den Markt. Und was ich jetzt sehe, so richtig glücklich macht, macht es mich nicht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist genau der Punkt, wie es Ihnen halt gehen kann, wenn Sie zu schnell oder zu voreilig sind. Das passiert mir öfters übrigens, da mache ich gar keinen Hehl daraus. Aber ich kann damit leben, weil ich die Verluste im Griff habe. Ja. Dann können Sie halt sich teilweise auch echt verbluten in einem Markt, wo sie sagen, oh, der müsste doch fallen oder da unten ist doch so schöne Bewegungszone, ja. Und sie steigen ein und steigen ein und steigen ein und fliegen halt ständig raus. Das ist immer das Risiko in dem Moment. Aber schauen wir mal, was aus der Geschichte hier wird. Also ich bin bereit, nochmal einen Verlust hier zu ertragen. Allerdings würde ich jetzt versuchen, aus der Position mit Teilverkäufen rauszukommen, wenn die sich nicht besser entwickelt. So, schauen wir mal. Ja, Dennis, du darfst mit mir schimpfen. Ich gebe es zu. Jens, ich gebe es zu dir. Ja, wenn wir nicht auf dem Dow Jones bleiben, wird auch der Euro Stoxx gewünscht. Stoxx Jo, gewünscht. den muss ich kurz laden. Kleiner Moment. Wo ist er? Da ist er. Also auch hier. Wie wir es besprochen hatten, fast ein gleiches Bild im DAX. Hier Abwärtstrend ist drin. Hier hat es so ausgesehen, als ob es nach oben durchziehen könnte. So, jetzt kommt hier dieser kleinere rein und schiebt sich wirklich massig durch diese Explosionszone durch. Und tolle Bewegung, muss man wirklich sagen, die hier da passiert ist. Auf Stunde, wie sieht es aus? Voll intakter Abwärtstrend, macht gerade Korrekturgeschichten. Ja, sieht man. Noch ist der Markt am Entscheiden. Ja. Ob er, sage ich mal, weiterhin nach unten gedrückt wird, man achte auf das Bild hier. Ja. Also die Explosionszone selber ist durchbrochen.
wenn wir Glück haben, kann das Ding weiterziehen, kann er weitergehen. Aber nochmal, es ist auch eine Stelle, wo so mancher noch auf die Idee kommen könnte, in den Markt zu kaufen. Somit kann es unangenehm werden, ja. Ähnlich wie wir es gerade im Dow sehen. Kein Moment, ich bin jetzt gerade nochmal hier im Dow. Also hier werde ich, ja, was mache ich jetzt? Ja, ich begrenze. Das ist meine Pflicht als Trader. Ich habe die Hälfte des Verlustes raus. Wenn er jetzt durchrutscht, ist schön. Wenn der so weitermacht, nehme ich auch den Rest noch raus. Das ist kein Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht ja darum, dass wir unsere Verluste kontrollieren und uns nicht in eine Position verbeißen. Das sollten wir definitiv nicht tun. Wir können ja wieder einsteigen, ja. Aber wie schon gesagt, es ist oft ein schwieriges Thema. Ich mache hier ganz zu. Ist oft ein schwieriges Thema, weil man kann verbluten, ja. Sie kommen ständig zu spät und dann macht der Kurs eben dann doch noch das, was Sie ursprünglich wollten und dann trauen Sie sich nicht mehr rein und so weiter und so fort. Und das sind halt eben die Geschichten, wenn Sie zur Eröffnung traden oder zu den Nachrichten traden, da kann das oft passieren, wie wir es jetzt gerade sehen. Ne? Jetzt kann jeder sagen, ja Schmidt, du hast ja keine Geduld, du musst es hier durchwarten und ich sage halt ganz einfach, nee, ich habe einfach die Entscheidung getroffen und wenn der Markt jetzt eben nach unten durchrutscht, ja mein Gott, dann habe ich jetzt ganz schlecht getradet oder kontrolliert getradet, ich habe gute Tagesgewinne gemacht, also brauchst mich eigentlich auch gar nicht verrückt machen, wenn ich jetzt ein bisschen Geld hier in den Markt verliere und dieses Signal, was eigentlich okay ist, benutzt aber, um noch nach unten zu kommen. Ich möchte mit Folgendes sagen, nicht mein Gewissen reinwaschen, sondern wir machen hier doch nur ein Geschäft. Ja. Und oft genug vergessen wir es, wenn wir direkt vorm Monitor sitzen und der Markt uns halt echt ausfoppt, obwohl doch eine so schöne Gelegenheit da wäre, ne, hier nach unten durchzukommen. Lassen wir den mal austoben und schauen mal, was daraus wird. Jens, ich gebe zurück zu dir. Ja, eine weitere allgemeine Frage an dich, Jochen. Hast du auch Erfahrungen mit Zertifikaten gemacht, beziehungsweise hast du da ein oder anderes im Portfolio oder 100% CFD und Forex? Also ich mache 100% CFD und Forex und Aktien als Investments, ganz klar. Ich bin mit Zertifikate, mich interessiert es immer, aber irgendwie komme ich nie so richtig dazu. Das gleiche auch mit Optionen. Optionen würden mich sehr reizen. Bitte nicht binäre, also keine binäre Option, sondern echte Optionen. Aber irgendwie fehlt mir die Zeit, die Lust. Das hat vielleicht damit zu tun, wenn das Hauptgeschäft relativ gut läuft, ja, dass man eben sagt, ach, was soll ich da rummachen? Aber Zertifikate habe ich jetzt zum Beispiel keine, ganz, ganz klar. Ein paar Aktien habe ich rumliegen, aber das meiste läuft Forex und CFDs, ja. Okay. Dann hat sie wohl ein bisschen im Euro-Dollar was getan. Vielleicht nochmal einen Blick auf den Euro-Dollar, schreibt ein Teilnehmer. Schade, schade. Schade, schade, schade. Ja, schade. Okay, gut. Ist halt einfach so. Ja, wie ich vorhin meinte, die idealste Stelle wäre hier reinzugehen. Ja, wäre ein netter Trade gewesen. Muss man wirklich sagen, wäre echt ein netter Trade gewesen. Schauen wir nochmal die ganze Geschichte hier an. Ja, gut. Wenn ich halt jetzt in den Markt springe, weil ich sage, oh Gott, die Leute, was sollen die von mir denken? Weil ich jetzt Verluste gemacht habe und weil ich doch gesagt habe, da müsste man short gehen, dann bin ich nicht mal short gegangen. Das ist genau der Punkt, wie es Ihnen ja auch im privaten Trading dann geht, ja, wenn Sie völlig durcheinander geraten. Ob wir noch Leute zuschauen, das ist echt hart. Im Moment, nein, will die Korrektur sein. Ich will die Korrektur sein. Die sollte hier hochkommen. Und da traue ich der Sache auch nicht so richtig, ja, dass der dann weiter runterzieht. Aber wir können es ja mal versuchen. Kleinen Moment. Ich lege es hier mal hinten, also ideale Stelle. Das ist ja Limit. Jawohl. Schauen wir mal, was draus wird. Und ich check mal kurz unsere AUD-USD-Position. Ja, gar nicht mal so schlecht, ne, hier. Schön, schöne Trendfortsetzung. Schauen wir nochmal aufs größere Bild. Ja, ist voll in der Bewegung. Ja, könnte noch ein bisschen Potenzial nach unten haben. Aber die Frage ist halt immer, wie gehen Sie jetzt vor? Wie sichern Sie Ihren Gewinn? Ich meine, theoretisch könnte ich sagen, als Kurzfristiger, auf was gehe ich denn? Habe ich meine 10 Pips Ziele oder 20 Pips Ziele oder möchte ich mit Teilverkäufen arbeiten? Wir haben ja eine kleinere Position drin wie sonst und von dem her gesehen würde ich vorschlagen, wir lassen es noch ein bisschen laufen, aber jetzt in diesem Moment sichere ich definitiv den Trade ab, sodass uns kein Risiko mehr entsteht. Und wie Sie merken, man macht Verluste, man macht Gewinne, ganz normales Geschäft, man kann nicht direkt punkten oder die Zukunft sehen oder jetzt jedes Mal hoch ins Tief erwischen. Das ist ein ganz normales Geschäft im Trading. Also oft genug mache ich auch kleine Fehler oder so. Ich sage das extra dazu, nicht, dass Sie denken, dass ein Profi jetzt perfekt sei. Ich bin weit ab von Perfektion. Aber wenn Sie das Spiel zwischen Verlust und Gewinne, zwischen Risikokontrolle und mentaler Gelassenheit lernen und dazu ein gutes Fachwissensbasis haben, dann kommen Sie im Trading relativ locker durch den Tag. Selbst wenn es mal nicht läuft, ja, in verschiedenen Märkten nicht laufen sollte. Gut, in Ordnung. Ich gehe nochmal zurück auf den Dow. Ja, genau.
Ja, aber meine sehr verehrten Damen und Herren, okay, da gab es früher mal so eine Quiz-Sendung mit so einem holländischen Moderator, das wäre Ihr Preis gewesen, hat er immer gesagt. Und das sage ich immer, wenn es mir dann so geht, ja, das wäre mein Preis gewesen. Im Moment, nee, 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 das gefällt mir gar nicht, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass hier dieses Hickhack, dass es ein bisschen weitergeht. Ich meine, sicherlich, eine gute Bewegungsstelle wäre, wenn der Markt hier runterrutscht, ja, dann könnte man hier vielleicht das Tagestief nochmal angehen. Aber ehrlich gesagt, vom Erfahrungswert her, ich zögere gerade, ja, ich zögere. Und Sie wissen ja, wenn ich zögere und sage Vorsicht, Vorsicht, dann macht der Markt meistens das, wo ich sage Vorsicht, Vorsicht. Okay, also im Dow, nein, im Moment nicht. Nein, 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 das Spielchen mache ich nicht mit. Passt ja auch, sage ich mal, gut ins Getriebe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ne? Weit gelaufen, Abwärtstrend und so, ist zwar ganz in der Nähe vom Punkt 2, kämpft aber hier den großen Kampf. Schauen Sie mal, wie das Ding nach oben zieht. Wurden alle schön von unten abgeholt. Ja, so ist toll. Und wenn man dann oben ist und long gehen will, dann geht das Spiel von vorne los. Nein, 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 das sage ich sofort Tschüss. Gibt schönere Märkte und bessere Trades. Okay, lass sie uns suchen. In Ordnung. Jens, ich gebe zu dir. Der nächste Wunschmarkt wäre Silber. 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 Schon wieder, aber bitte nicht für Intraday, oder? Kleiner Moment. Wir können den gerne analysieren, aber im Silber selber, sage ich mal, jetzt schnelle Bewegungsschübe abzugreifen, da müsste es besser aussehen, finde ich. Gucken wir es uns mal an. Hier auf dem Tageschart, ja, Abwärtstrend, Aufwärtstrend. Nein, hier, ne? Das Teil stört mich. Das kann durchrutschen, das kann aber genauso gut nach oben gehen. Außerdem noch wirklich übelste Geschichte, ja. Schöne, ausgedehnte Tagesbewegung. Hier mache ich gar nichts auf den ersten Blick. Rein vom Tageschart her mache ich überhaupt nichts mehr. Nein. Nächster Markt, bitte. Wenn es ums Analysieren geht. Ja. Ich gehe nochmal kurz rüber. Kleiner Moment. So, hier sind wir. Ich hoffe, derjenige ist nicht verschnupft, aber ich sehe da gar nichts. Und übrigens schön im Dow, ja, ne? Wie wir es gesehen haben. Oh, kommt schön hoch, jetzt gehst du lang. Uiuiuiui. Und dann geht das Spiel wieder runter. Es gibt altgediente Händler, die sagen, das ist das Spiel der Parketthändler. Das haben die früher noch gemacht, als es Parkett gab, haben die genau das gemacht, weil sie wissen, wie die Kleinen sich verausgaben in diesem Bereich. Ja? Und deswegen, das habe ich bitter lernen müssen. Diese Stellen, ah, da ist alles Mögliche am Gehen. Ich gebe dem Markt jetzt die Chance. Beachten Sie die Betonung, ich gebe ihm die Chance, dass der ein schönes Bild hinlegt oder er kann mich gern haben. Nein, nein, nein. Also hier halte ich die Finger raus. Ganz bestimmt nicht, weil ich beleidigt wäre oder so, weil ich da jetzt zwei Trades ins Sand gesetzt habe. Überhaupt nicht. Sondern leider baut sich das nicht so auf, wie ich es gerne sehen würde. Und dann habe ich halt ein Problem, ja, und muss mich selber fragen, warum eigentlich nur dann diesen Markt handeln. Gucken wir doch nach anderen Märkten. Das Konto gibt es doch her, dass er auch flexibel, sage ich mal, doch andere Märkte gehen können, was die Wertigkeiten angeht. Ich weiß, viele von Ihnen haben vielleicht kleinere Konten und traden maximal den DAX oder den Euro, US-Dollar und solche Geschichten. Das ist okay bis zu einem gewissen Grad, aber Sie werden halt merken, dass Sie oft in solchen Phasen, wie jetzt der Markt sich verhält, dann auch das Geld, was Sie verdient haben, wieder abgeben. Ja? Weil Sie eben nicht versuchen, nach astreinen Setups zu suchen und die gibt es oft in anderen Märkten und da muss man halt einfach durchscreenen. Ich gehe mal von alleine auf den US-Dollar-Japanische hier. Hier sehen wir die Geschichte. Nee, Entschuldigung, im Cable, hier im Cable. Und wir hatten das auch am Sonntagabendlichen, ne? Analysewebinar. Also ich sagte, wir haben so einen Aufwärtstrend. Das Ding kommt runter, setzt an einer Stelle an, wo eine Fortsetzung eigentlich ganz interessant wäre. Man schaue sich an, ja. Waren wir nicht allein hier. Erst zog der Markt hoch und jetzt kommt eben der Abverkauf runter. Der wundert mich dann auch nicht mehr, nachdem das Tief hier unterschritten worden ist. So, dennoch habe ich immer noch einen Aufwärtstrend gegen mich. Gehe ich jetzt in den Markt, wenn ich jetzt in den Markt shorte, ja, dann kann es passieren, das Ding rutscht runter und ich sage, schau mal, habe ich gut getradet. Auf der anderen Seite kann es auch passieren, dass der Markt mit einem Hammerschlag wieder nach oben kommt. Und das ist genau die Stelle, wo man definitiv nichts macht. Sicherlich, nochmal, auf den kleineren Zeiteinheiten kann man immer mal ein paar Punkte holen, aber auch hier habe ich kein Signal im Moment, was ich wirklich bevorzugen würde. Auf keinen Fall. Okay, Jens, ich gebe zu dir. Der nächste Wunschmarkt unserer Teilnehmer ist Dollar-Yen, US-Dollar JPY, bitte. Jawohl, da sind wir auch schon. Und hier das berühmte Bild, ne, am Sonntagabend sagte ich genau in der Mitte von diesem Gebilde, von dieser Art Keilform. Also haben wir einen Abwärtstrend? Ja, haben wir. Auf der Trendgröße definitiv. Die Keilformation gilt als Fortsetzungsgeschichte, kann aber auch nach meiner Erfahrung oft genug, ja, kommt die runter und zieht nach oben durch. Hier ist wirklich alles in der Schwebe.
Und wieder tändeln die Kurse in der Mitte daher. Ja. So, was also tun? Und Sie können sich die Antwort fast schon denken. Ja, gar nichts. Also, oder wenn, dann nur sehr ungern. Weil, nochmal, diese Geschichte kann hin und her gehen. Und dann zerfetzt es Ihnen auch jeden so schönen Trend, den Sie sehen. Bestes Beispiel, ne? Hier. Ja, aber Schmidt, du sagst doch immer, ein Trend ist da und dann kommt die Korrektur und dann kommt die Ballkönigin. Ja, eben nicht. Genau nicht. Das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten, die Sie auf dem Seminar in Lohr mal mit mir bis zum Erbrechen üben werden. Die Ausnahmen von den Regeln. Ja. Trends sehen kann jeder. Anwendung, das ist die Geschichte. Und da gibt es viele, viele verzahnte Geschichten, die muss man aufbauen, dass Ihnen dann solche Dinge eben nicht mehr passieren und Sie jetzt wirklich in dem Markt alles auf eine Karte setzen oder mit Hoffen und Bangen davor sitzen. Das macht überhaupt keinen Sinn in diesem Moment. Weil Sie werden dadurch, sage ich mal, Dinge getrieben, die zwar passieren können, was weiß ich, Monsterabwärtstrend oder Monsterausbruch nach oben. Nur nochmal, wie kommen Sie in den Markt? Wie ist Ihr Risiko? Und wenn Sie das unbedingt wollen, wie muss der aussehen, damit Sie so einen Keilausbruch auch wirklich angehen? Ja, das sind zum Beispiel die Themen, auf die es dann drauf ankommt. Okay, Jens, ich gehe zu dir und check nochmal kurz die Positionen durch, die wir haben. Ja, und auch gern nochmal zu Silber, weil ein Teilnehmer hat eine nette Frage zu Silber. Nochmal zu Silber schreibt er, warum legt sich Herr Schmidt nicht auf die Lauer und schlägt dann zu? Ganz einfach. Deshalb. Es wird immer flacher. Wird immer flacher, immer flacher. Und auf der Lauer bin ich doch, aber doch bitte nicht, wenn der Markt so aussieht. Was will ich hier lauern? Kann derjenige es kurz erklären, was ich erlauern soll? Ich meine es wirklich nett, ich meine es lustig, ich meine es humorvoll, ja. Auf was lauert er, wenn er so freundlich ist und das einfach mal sagt, was soll ich lauern? Ja, Tim, wenn er sich nochmal kurz meldet, ist das dass super. Die Bewegung ausläuft und es dann wieder hochgeht, kommt jetzt. Ja, aber ich handle doch nicht gegen einen Abwärtstrend long, ja. Das kann ich zwar machen, wie vorhin im Gold, dann bin ich in der Korrektur und wird prinzipiell mit jedem Gewinn zusammengeschlagen, den ich habe. Außer ich bin ultra kurz unterwegs. Nur, ich sage mal so, einen Rohstoffmarkt auf dem 1-Minuten-Chart zu handeln oder 5-Minuten-Chart zu handeln, macht wenig Sinn. Gibt es auch Gründe dafür, ja, warum das eigentlich wenig Sinn macht. Ab und zu kann das gut gehen, aber in den meisten Fällen ist es eben nicht so schön. So, hier habe ich die schönste Bewegung hinter mir und einen Abwärtstrend in Richtung des Übergeordneten. Wenn ich jetzt hier long reingehe, kleinen Moment, gerade mal auf den Stundenchart nur, ja. Schaut mal, ne? Ja, da sind viele Long gegangen und jetzt wird gedrückt. Und genau das spare ich mir. Und dann kann das stundenlang hin und her gehen. Das sind die Stellen, wo ich nichts machen möchte. Den Silbermarkt werde ich definitiv angehen, auch im Intraday-Trading, wenn wir auf groß endlich ein gescheites Signal sehen, also entweder aus der Korrektur des Abwärtstrendes und dann bitte schön ohne Gegentrend hier, ja, dann bin ich dabei, vielleicht mal einen Short zu machen oder dass wir wirklich endlich mal, ja, vielleicht auch wirklich mal einen Trendwechsel erleben. Solange das nicht passiert, mache ich hier wenig. Ich muss dazu sagen, Silber ist jetzt wirklich nicht der Markt, den ich da jetzt ja, favorisieren tue ich sehr eh nicht. Mag lieber. Das sind die Bewegungen, also wenn dann schon etwas besser. Übrigens an der Stelle, genau das meinte ich, ne? So. Bist du hier tapfer unten rein? Freust dich tierisch und sagst, oh, guck mal, er steigt. Und dann kriegst du das ab. Und du kämpfst und kämpfst und zerlegst dich genau in diesen Bereichen. Deswegen handle ich ungern die Korrektur. Jetzt sehen Sie es, warum. Und somit muss man halt warten. Lass den Markt doch machen. Ja? Entweder macht er ein Gegensignal oder er macht weiter. Ja? Wir kommen schon nicht zu spät. Oft genug bin ich zu ungeduldig, wie ich es vorhin sagte. Ja? Dieses Warten hat manchmal Riesenvorteile. Gucken wir nochmal hier. Ja, auch hier jetzt nochmal Short zu gehen, wäre eine Idee, dass der kurz mal rutscht, ja. Aber, ja, ich weiß nicht. Ja. Ich mag es halt nicht, wenn die Bewegungen schon weit fortgeschritten sind. Und es ist mir völlig wurscht, ob der noch $50 nach unten fallen kann, ja. Sondern es geht mir wirklich darum, in den Markt so zu kommen, dass ich sage, jawohl, das ist ein Top-Signal. Jetzt machst du alles richtig, lieber Jochen, auch wenn du dreimal rausfliegst, aber du hast alles richtig gemacht. Wenn ich hier jetzt rummache, ja, kann es mir einfach passieren, ich komme ständig zwar in die gewünschte Richtung, Short, aber der Markt zieht hoch. Er wird aber die Aufwärtsdinger nicht hinlegen und macht hin und her. Das ist das, was ich nicht will, weil hin und her macht Taschen leer. Ja. So wie im DAX heute Morgen oder so, solche Trades, das sind die Geldbringer. Das hier, ja. Sicherlich sieht es verlockend aus, wenn er hier runterrutscht, ja, könnten noch weitere Bewegungen reinkommen. Aber das Ganze gefällt mir nicht, ja, trotz allem jetzt.
Hatte ich shorten müssen, wenn dann. Und da habe ich mich verbrabbelt. Ist aber auch völlig egal. Jens, schnell weg zu einem anderen Markt, damit ich mich nicht um Kopf und Kragen rede Nein, eine hier. allgemeine Frage. Was ist denn für dich ein Top-Signal, wenn du das mal zeigen oder erläutern könntest? Ja, klar. Das ist für mich ein Top-Signal. Und jetzt haben sie es gesehen und jetzt wissen sie es und machen nur noch Geld in Zukunft. Nein, es ist einfach vom markttechnischen Aufbau her ist es einfach wichtig zu erkennen, wo im Markt Bewegung entstehen kann. Dieser Begriff ist schon so ausgelutscht im Internet, ich weiß es, ja. Nur, ja genau, sehen Sie, ganz kleinen Moment hier, ja? Habt ihr das gesehen? Der klassische Trendfortsetzer, du kommst hier oben rein und von unten, zack, zieht's hoch. Und dann bist du hier halt sehr, sehr schnell. Mit dem engen Stopp bis der Mops. Also wenn, müsste das Ding hier oben liegen, der Stopp. Und da habe ich mal gar keine Lust. Und wenn das jetzt hier hin und her geht, wirst du ständig zersägt. Und mit kurzfristig traden ist mal gar nichts. Und das ist jetzt die Frage, wenn du jetzt plötzlich wechselst, ja, nicht nur weil du ein Webinar hast, sondern weil du privat bist, dann wechselst du deine Handelsstrategie und deine Stoppfrequenzen. Und plötzlich bist du im Niemandsland. Und das hasse ich. Das will ich nicht. Und deswegen nächster Markt, wo ich mich wohler fühle. Nochmal ganz zurück zum Thema. Die Top-Signale. Es ist ja wirklich die Frage, wie bildet sich so ein Teil aus? Was passiert eigentlich genau in dem Moment? Wie kann man es am besten für sich nutzen? Und darum geht es ja. Und das kann man, sage ich mal, schlecht zeigen, indem man sagt, ja, guck mal, Freunde, hier, ne, Trend und so, und dann hier das Teil hier hoch. Manche sagen, ja, das ist ja ein steigendes Dreieck, in der technischen Analyse können wir das auch. Und ich sage jedes Mal dazu, ja, man kann es auswendig lernen, man kann aber auch versuchen, es zu verstehen. Und jetzt kommt eben genau das Wissen dazu, in welchem Markt bin ich denn? Wie verhalten sich denn manche Leute in welchen Märkten? Ganz, ganz wichtig, ja. Dann klar, Bewegung, Korrektur, muss ich unterscheiden können. Die Trendgrößen müssen sitzen. Ganz, ganz wichtig. Die Kerzentechnik muss sitzen. Ich bin entsetzt, wie viele Trader mit mir Kontakt aufnehmen, gerade mal wegen dem Seminar und sagen, ja, aber ich will da andere Themen haben. Und in der Zwischenzeit bin ich halt so weit, dass ich sage, Freunde, wenn ihr in eine Boxschule geht und sagt, ich möchte Boxen lernen, dann kommt der Trainer zu euch und sagt, alles klar, mach mal dies oder das. Und dann sagt ihr zu dem, nö, ich weiß schon, was ich machen muss. Ja, ich mache jetzt das und das und du, lieber Lehrer, bist ruhig. Und dann muss der Boxlehrer eben sagen, dann geh woanders hin. Und genauso sage ich es jetzt knallhart rüber. Es geht hier um die Kombi aus Fachwissen und Money Management. Und das wiederum ist nichts zum Auswendiglernen, sondern etwas, was in einer Denkweise mündet. Viele Leute überfordert das. Die sagen sich, ich will aber nicht denken. Ich will den Indikator haben, ich möchte einen Trend auswendig lernen und immer Geld verdienen. Und so läuft das nicht, ja. Nur ganz kurz so am Rande. Deswegen, also mein Lieblingssignal, klar. Ja, da ist eins, ja. Ich habe zwei oder drei, die ich recht mag. Und die muss ich dann halt auch entsprechend sehen und in der Kombi fahren, ja. So, wo sind wir denn? AUD, USD. Ja, Sie sehen, ich habe immer noch auf Einstand gelassen. Wenn wir Glück haben, zieht das Ding noch ein bisschen höher und kommt vielleicht dann nochmal runter. Ja. Aber ich bin im weit gelaufenen Trend. Aufstocken oder so will ich jetzt hier eher nicht mehr. Also wenn er es schafft, runterzugehen, sage ich mal, uns 10 oder 20 Pips oder so zu bringen, wäre das ein sehr schöner Trade. Ja. Und wenn ich ein Do kurz anschaue, ja, bin ich jetzt Gott froh, dass ich wirklich gesagt habe, ich mache nichts. Ja. Sehr schön. Ja, auch wenn ich Verluste habe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich freue mich oft genug, wenn ich gut rauskomme. Und die Anschlussverluste, der Anschlussfrust, ja, nicht mehr im Genick sitzen habe, wie es früher in meinen Anfängen war. Hier warte ich, bis das besser aussieht. DAX, was macht der auf der Minute? Ah, das sieht fast schöner aus. Ja, Genau, da hätte ich schade. auch noch mal eine Frage zum DAX eines Teilnehmers. Würdest du bei einem Rücklauf an das gestrige Tief von gestern einen Short Trade wagen? Ja, warum nicht, ja. Allerdings nochmal, ganz wichtig, wie macht der Markt das? Das ist das Entscheidende in dem Moment. Und ja, das kann ich schlecht erklären, wie denn der jetzt gestaltet sein muss. Dann könnte ich gleich hingehen und sagen, der Markt wird so und so aussehen. Also nochmal, es wäre definitiv interessant, wenn der Markt hochkäme. Aber dann ist wichtig nochmal, wie macht er das? Wie ist er ausgebildet und welches Signal bekomme ich? Vor allem, ich weiß es nicht, wie derjenige handelt, ob er auf dem 5-Minuten-Chart mitgeht oder ob er jetzt auf dem Tageschart mitgeht, ja. Da sind dann schon Unterschiede, dass man nochmal die Trendgrößen nicht verwechselt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn der jetzt einfach zurückkommt, hier mit Karacho, und du das nicht siehst und sagst, oh, da gehe ich schon im Markt, ne, dann kann es passieren, das Ding zieht einfach durch. So, und das ist der Punkt, ja. Kann man das riskieren? Will man das so haben? Manche Trader sagen, ja klar, ist mir wurscht, habe ich halt einen Stop da oben liegen. Okay.
Allerdings, wenn Sie jetzt, sage ich mal, nicht bereit sind, mehrere hundert Punkte Risiko zu fahren, dann ist echt die Frage, wie muss der Markt gestaltet sein, dass Sie es dann nutzen können, wenn der wirklich zurückkommen würde. Okay, zurück zu dir, Jens. Eine weitere allgemeine Frage. Jochen, es geht auch immer nur um Wahrscheinlichkeiten, die sich als Trading-Möglichkeiten zeigen. Der Markt macht doch, was er will. Somit gibt es doch kein schlechteres oder besseres Signal, oder? Jawohl, ganz genau. Nur ist es so, ich bin es langsam leid, immer diese Predigen zu führen. Manche Leute erkennen das und ich bin voll der Meinung desjenigen, der schreibt, es gibt weder Lieblingsmärkte noch Lieblingssignale. Auch wenn das, sage ich mal, der Standard ist, wie viele Leute und ich ja einst auch, als ich Anfänger war, an das Geschäft aber rangehen. Mal den Lieblingsmarkt, man ist der große DAX-Trader, man ist der große Forex-Trader, als ob das irgendwie was Besonderes sei. Dann hat man ein Lieblingssignal. Ja, und das will man dann die ganze Zeit. Ja, wie oft kommt es denn, meine sehr verehrten Damen und Herren? Ja, selten genug, wenn man die Geduld hat, es überhaupt abzuwarten. Und oft präsentiert es sich in abstrakter Version. Und irgendwann kommst du halt auf die Idee und sagst du, ich pfeife auf die ganzen Lieblingsmärkte, ich pfeife auch auf die ganzen Lieblingskonstellationen und Auswendiglernerei, ich versuche ein Geschäft zu machen. Und zwar professionell. Und dann wird es in der Regel interessant, ja, wenn man sich davon mal lösen kann. Aber nochmal, wir haben hier viele Anfänger im Webinar drin. Deswegen rede ich oft genug auch, sage ich mal, etwas gefällig in die Richtung, weil sonst gar nicht zugehört wird. Ja. Sage ich ganz offen. Wir haben einen solchen Schwemme an binäre Optionen-Trader, die ständig wissen wollen, um welche Uhrzeit, an welchem Wochentag der Markt steht. Wir haben eine solche Schwemme von Leuten, die sich berauschen an dem Geld, was andere Trader verdienen. Und da muss es gleich mal ein paar 8.000 oder 10.000 Euro gehen, dass ich eh schon froh bin, sage ich mal, dass die Anfänger, die hier sind, wenigstens die Ohren mal aufsperren. Ich sage das nicht mit Arroganz, ja, ganz bestimmt nicht, sondern mit großem Verständnis. Derjenige hat recht, es gibt kein Lieblingssignal. Fertig aus. Ja. Und das ist, sorry, wenn ich auch wieder am Predigen bin, aber darum geht es ja. Wenn man sich davon lösen kann, kann man nämlich plötzlich mit dem Trend arbeiten. Aber dafür muss man ihn verstehen. Ich sage es nochmal. Und das Verständnis kommt nicht, indem man ein Webinar anguckt, wo ein Trader zeigt, wie er das, was er über Jahre, sage ich mal, gelernt hat, zusammenführt. Denn es geht ja darum, dass Sie es auch ohne diesen Trader machen können. Es sei denn, Sie geben Ihr Geld an Profis. Die machen das ja dann für Sie. Das will aber auch keiner. Ja? Also Sie müssen entscheiden, wollen Sie es lernen, richtig? Oder wollen Sie nachahmen? Beides, die Kombi ist ja oft am Anfang der Fall, aber irgendwann trifft man eine Entscheidung, ja, will man es professionell angehen und das ist erlernbar oder macht man halt weiter und ja, macht ein Konto nach dem anderen platt, ist meine Erfahrung und trotz allem Wissens, dass es im Markt gibt, ich habe die Erfahrung auch jeden Tag von Leuten, die mich ansprechen. Ich hoffe, ich bin nicht zu streng heute, ja. Nein, du bekommst Jens, ich ganz, gebe von ganz dir. viel Lob. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Danke. Uns freut immer Lob, aber auch konstruktive Kritik. Aber loben Sie nicht nur uns Danke. im Webinar. Also es gibt so viele Foren, Freunde, Bekannte, erzählen Sie uns überall weiter, wie toll diese Webinare sind. Desto mehr Teilnehmer haben wir. Wir würden uns sehr freuen. Also machen Sie gerne Werbung in Anführungszeichen für uns. Vielen Dank. Okay. Eine nächste Frage an dich, Jochen. Beachtet Jochen auch Daten wie zum Beispiel die COT-Daten oder geht er nur über den Trendaufbau? Also ich gehe definitiv über den Trendaufbau. Die COT-Daten habe ich mir lange Zeit angeschaut. Und habe mich davon auch beeinflussen lassen. Und übrigens, viele Trader schauen die sogenannten COD-Daten an. Ist ja auch ganz interessant zu sehen, wie professionelle Hedger in den Märkten unterwegs sind, in den Futures-Märkten, Rohstoffmärkten hauptsächlich. Allerdings habe ich mich irgendwann davon freigemacht, als ich begriffen hatte, wie der Terminmarkt funktioniert. Da muss ich sagen, dann ist das Schauen auf den ein nettes Hobby. Was wichtig klingt, aber wenn man es verstanden hat, wie ein Terminmarkt funktioniert und wer den Terminmarkt denn nutzt, und vor allem, wie er den Terminmarkt nutzt, dann braucht man es nicht unbedingt, sag ich mal so, ja. Deswegen der Trendaufbau ist für mich das Wichtigste, ja. Das ist für mich immer der erste Indikator, wenn man so will, ja, Trades einzugehen oder auch zu schließen. Dann haben wir noch einen Wunschmarkt, das ist britische Pfund, japanische Yen, GBP, JPY. Okay. Ach, ich sehe, wir sind im Euro-US-Dollar gefilmt worden, ne? Sehr schön, gut. So, kleinen Moment, ich bin gleich bei dir, Jens. Jo. So, ja. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass der hier den da macht. Ich weiß es nie im Voraus, ja. Aber mir gefällt es nicht, wie der herummacht.
Deswegen der Punkt ist halt jetzt wirklich, wie geht man vor? Ja, ist es jetzt übernervös, wenn man sagt, oh, ich trenne mich von meiner Position oder ich gehe hier radikal und mache hier schon das Risiko raus? Das gibt der Markt im Moment nicht her. Ich lasse den Stop hier oben. Wenn der uns ausstoppen sollte, verliere ich eh nur die Hälfte, wie kalkuliert ist. Das macht dann gar nichts. Okay, und wir gehen rüber. Verzeihung, Jens, zu welchem Markt nochmal? GBP, JPY, Britische Pfund, Japanische Yen. Okay, ja, ich muss ihn kurz laden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich schiele mit einem Auge auf Ihre Fragen und Kommentare. Dankeschön, mich freut's. Ne? Es tut ja auch gut, weil je länger man in der Trading-Szene ist, desto mehr sieht man halt Dinge, wo man sich halt auch irgendwann an den Kopf langt und sagt, ja, warum muss es eigentlich immer auf eine bestimmte Art und Weise laufen? Und da freue ich mich doch sehr, dass die Jens mir auch die Möglichkeit gibt, die Webinare so zu gestalten, sage ich mal, wie ich sie jetzt nach meinem Gusto aufbaue. Und dass das Bestätigung findet bei der Zuhörerschaft, ist natürlich ein Lob. Ja, und das freut mich auch, absolut. Ja, GBP, japanische Yen, was erkennen wir auf den ersten Blick? Hurra, hurra, ein Abwärtstrend, alles klar. Ging in die Korrektur. Ja, und hat eigentlich die ganze Geschichte rein, wenn man die sauberste Definition will, ja, hat er eigentlich einen Abwärtstrend zerlegt. Kommt aber hier nochmal in die Richtung rein. Sie wissen, gebrochener Trend oder Trendlosigkeit bedeutet nicht automatisch einen Gegentrend, wird aber manchmal relativ unangenehm. So, jetzt haben wir hier eine Riesenbewegung runter und stehen an mehreren Vortagestiefs. Das wäre gar nicht mal so uninteressant hier. Was mich stört, der eine oder andere kann sich schon denken, ist dieser ausgedehnte Lauf. Wobei man auch nicht sagen kann, ein Markt rennt deswegen jetzt nicht mehr weiter. Aber schauen Sie sich das Teil an, ja. Und weil es ist so, meine sehr verehrten Damen und Herren, einer der klassischen Fehler, der klassische Fehler schlechthin ist, auf eine weit gesprungene Bewegung aufzuspringen, aber weit gelaufene Bewegung aufzuspringen. Deswegen weigere ich mich oft standhaft, diesen bekloppten Anfängerfehler, sag ich mal, auch noch in einem Webinar zu präsentieren, nur in der Hoffnung, ob der jetzt durchs Vortagestief geht. Das ist der Punkt, warum ich dann immer so rummache, ja. Weil als Anfänger, ich weiß noch, ich habe, glaube, als ich das mal entdeckte, dass ich immer auf die weit gelaufene Bewegung aufgesprungen bin und die einen oder anderen werden es kennen. Ja. Klick, du machst Klick, obwohl du es gar nicht willst und bist plötzlich im Markt. Ja. Ich habe da wirklich mehrere Monate gebraucht, um das wegzukriegen. Und deswegen, wenn ich dann heute hergehe und sage, ja komm, spring doch einfach rein, dann sträubt sich alles in mir. Auf der anderen Seite, man kann auch so traden, dass man sagt, naja, ständig komme ich zu spät. Ich könnte mir aber auch folgende Gedanken machen. Wenn ich in dem Trade drin wäre, wenn ich noch drin wäre, würde ich ihn halten, ja oder nein? Und da könnte man in dem Moment, wenn man es so sieht, könnte man sagen, naja, eigentlich würde ich ihn schon halten, wenn ich von weiter oben gekommen wäre. Naja gut, dann könnte ich aber sagen, da macht es ja nichts, dann kann ich in den Markt ja auch reinspringen, wenn es mein Risiko es hergibt. Ja, nur mal so am Rande, ich weiß, es verwirrt jetzt etwas, aber das ist zum Beispiel auch eine Denke, wie man es angehen kann und eben dann sagt, hurra, hurra, ich handle jetzt doch noch. Short in die Richtung, in der Hoffnung, dass die Vortagestiefs erreicht werden. So, ich eröffne den Trade in den Markt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, ja. Aber schauen wir mal, ob was draus wird. Also wenn der hier durch diese Tiefzone käme, hätten wir Glück und das Ding rutscht nochmal, ja. Und ich sehe auch gerade, das Webinar ist gleich rum. Dennoch würde ich gern hier schauen, wie sich die Sache gestaltet. So, hier muss er durch. Er muss hier durch. Deswegen, ich gehe. Ich habe überhaupt keine Lust, dass der anfängt zu schwächeln. Los, wir haben ein Webinar. Jens, drück den roten Knopf. Mach, mach, dass der runtergeht. Du hast die Macht. Aha, seht das? Haha. Jens, ich bin wieder bei dir. Ja, Bist es du ist noch der da? Running Gag zwischen Jochen und mir. Ich habe hier immer die Milliarden, die ich in den Markt schmeiße, mit einem roten oder grünen Knopf. Genau. Ich komme auf. Ja, wir sind am Ende des Webinars. Die Zeit setzt uns die Grenze. 16 Uhr. Vielen, vielen Dank. Das nächste Webinar mit Jochen ist in einer Woche wieder. 15 Uhr. Sie können ihn aber so oft, wie Sie möchten, nochmal auf YouTube anhören. Gerne auch tausendmal. Das nächste Webinar von uns, von Admiral Markets, ist morgen um 8:30 Uhr. Guten Morgen, DAX-Index. Wenn Sie also schon vor Xetra-Start um 8:30 Uhr sich auf den neuen Handelstag vorbereiten möchten, wie Sie wahrscheinlich wissen, schon ab 8 Uhr den DAX kann man handeln als CFD mit einem Punkt Spread typisch bei uns, also auch Chancen sind da schon gegeben. Long und Short. Eine Frage war auch noch von einem Teilnehmer. Hast du eine Langfristprognose für den DAX? Das wird als Abschlussfrage. Einige schreiben, 7000 Punkte könnten wir bald sehen in einigen Wochen bis Monaten. Mit dieser Frage gebe ich zurück an dir. Tschüss, bye bye, Grüße aus Berlin. Auf bald, Schlusswort von Jochen.
Vielen Dank, Jens, für die Co-Moderation. Was wäre ich ohne dich? Die Fragen überschlagen sich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, also herzlichen Dank. Ich beantworte auch gleich die Frage. Sie wissen, es gibt Webinare, da sage ich, nö, war nicht so der Burner heute. Heute ist ein gutes Webinar, obwohl wir viele Verluste gemacht haben, aber die wenigstens mit Ankündigung oder sprich die Problematik, die Ihnen im Markt begegnen kann. Und da freue ich mich immer, wenn wir das so gut hinbekommen, weil die ganzen Trades, wo ich jetzt zögerte, sind auch alle rausgeflogen. Und damit haben wir einen schönen Lerneffekt und vielleicht können Sie sich das reinziehen und merken und das wird mich freuen, was den DAX angeht. Nun gut, also nochmal, ich bin der Meinung, wir haben hier untergeordnet oder auch ja schon deutlich ausgebildet einen Abwärtstrend drinne. Der ging in die Korrektur und wird gerade in seinem Bewegungsschub wohl nach unten geleitet. Ich würde von meinem ganzen Gefühl her, und das ist wirklich auch viel Bauchgefühl dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren, Prognosen mache ich nicht, ich habe keine Ahnung, der Markt kann noch ein bisschen rutschen und dann ziehen, wenn es keinen Morgen gäbe, ja, wir wissen es doch nicht. Also von dem her gesehen, festlegen tue ich mich nie. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn hier die 9.300, das letzte Tief, wenn der Markt wirklich runterkommt, dass er die Kraft wahrscheinlich haben wird, sage ich mal, nach einem gewissen Hin und Her, dann auch das große Tief anzugehen. Wenn das große Tief hier bei der 8.000, was ist das, 8.400, 8.300, also wenn er hier durch ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir auch noch eine weitere Korrektur sehen. Aber nochmal, es steht in den Sternen, ganz ehrlich, ja, was der DAX machen wird und was er nicht machen wird. Für mich ist das hier auf dem ganz großen Bild im Moment eine sehr große Korrektur, die den Aufwärtstrend auf groß, aber überhaupt nicht gekratzt hat. Das ist der Punkt, warum ich sage, das große Tief, das ist es. Wenn er hier runterkommt wirklich, dann hätten wir vielleicht wirklich einen größeren Abwärtstrend an dem Markt, dass der DAX auch mehrere tausend Punkte abgeben kann. Und zwar nicht als Crash, als ganz normale Korrektur. Ja? Vergessen Sie es nicht, es ist nur Bewegung, Korrektur. Hier kann es hergehen und noch hin und her gehen. Und das ist der Punkt. Also bitte nicht zu schockiert sein oder so, außer Sie sind Langfrist-Trader oder Langfrist-Händler. Und da gibt es eine ganz lapidare Antwort. Sie haben einen Stop-Loss hoffentlich. Und somit können Sie sich freimachen von jeder Prognose. Ja? Klingt jetzt arrogant, ist überhaupt nicht so gemeint, ist das große Geheimnis, wie man es auch im langfristigen Trading besser aushält. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre zahlreichen ja, Kommentare, für die große Zahl an Teilnehmern. Super. Auch zum Seminar selber. Ich sage es ja jedes Mal, hier unter der Händler, http://www.derhändler.com Veranstaltungen, finden Sie mein Seminar. Hier ist auch der Plan. Ich mache vielleicht ein kleines Video in den nächsten Tagen, wo ich nochmal auf die Details eingehe. Würde mich freuen, wenn Sie es interessiert. In diesem Sinn, viel Erfolg, ja, danke für Ihren Besuch und wir hören uns demnächst, spätestens am Dienstag, 15 Uhr. Ihr Jochen Schmidt, ciao.